Bandai Namco's Tekken gehört zweifellos zu den Urgesteinen der Arcade-Prügler und hat sich seit seiner Premiere 1994 allen Strömungen widersetzen können. Mit Tekken 7 soll ein weiteres erfolgreiches Kapitel der Mishima-Saga und des King of Iron Fist-Turniers aufgeschlagen werden. Ob sich das Beat'em-up gegen die mittlerweile zahlreich vertretene Konkurrenz durchsetzen kann, verraten wir im Test. Heihachi Mishima ist zurück. Wieder einmal. Und wieder einmal hat er nichts Besseres zu tun, als nach einem brutalen Angriff auf die Firma, die einst ihm gehörte, erneut ein Turnier namens King of the Iron Fist auszurufen. Neu ist allerdings die Art und Weise, wie Bandai Namco die Geschichte inszeniert. Denn anstatt wie bislang die Figuren mit einer kleinen, individuellen Geschichte zu versehen, orientiert man sich dieses Mal an den kinoreifen Präsentationen, wie sie in erster Linie von westlichen Vertretern à la Mortal Kombat X oder jüngst Injustice 2 geprägt wurden. Allerdings mit dem Unterschied, dass die zwei hier gewählten Erzählperspektiven samt unterschiedlicher Designstile einen zu krassen Gegensatz darstellen. Doch so uneinheitlich sich die Inszenierung präsentiert, so rund und aus einem Guss zeigt sich die Mechanik. Mit weit über 30 Kämpfern, die sich in einer gelungenen Mischung aus alt und neu präsentieren, darunter auch ein Gastauftritt von Capcoms Akuma, hat man genug Auswahl. Dennoch ist die Schwelle, die Anfänger überschreiten müssen, relativ hoch. Im Prinzip gibt es zwar nur wenige Knöpfe, die für die Schlagkombinationen genutzt werden, doch öffnet man die jeweiligen Move-Listen, wird man von Kombo-Möglichkeiten erschlagen. Und alle basieren auf Timing sowie zumeist Variationen der Richtungseingabe, sodass Button-Masher schon mittelfristig keine Chance mehr haben. Weder gegen die KI, noch gegen menschliche Mitspieler, die man entweder offline oder online herausfordert. Dementsprechend sollte man das in zahlreichen Bereichen konfigurierbare Training nutzen. Auch, um die vorhandenen Eigenheiten der über 20 Arenen ausnutzen zu können. Einige sind offen, andere sind abgegrenzt, wobei sich die Mauern natürlich einsetzen lassen, um zusätzlichen Schaden anzurichten. Und bei wieder anderen lassen sich Wände oder Böden zerstören, um mit dem Gegner in einen neuen Bereich zu kommen. Neu im Tekken-Universum ist der sogenannte Rage-Modus, der ab einer bestimmten Lebensenergiestufe aktiviert wird. Dadurch werden meist einfach zu erreichende Rage-Attacken ermöglicht, die das Zünglein an der Kampfwaage zu eigenen Gunsten ausschlagen lassen und ähnlich gut inszeniert werden wie die Superangriffe der Helden und Bösen in Injustice 2. Und hier wie dort lassen sie sich durch Kenntnis der richtigen Blockposition auch abwehren, sodass sie nicht zu einer Allzweckwaffe werden. Überhaupt ist Timing, wie schon erwähnt, das A und O des Erfolges. Dank einer über nahezu jeden Zweifel erhabenen Kollisionsabfrage sowie sehr geschmeidigen Animationen, die unter dem Strich auch Injustice 2 Wertungstreffer verpassen, kommt es zwischen gleichwertigen Spielern zu hochspannenden Duellen, die meist in dem Satz "Nur noch eine Revanche, okay?" enden und aus der einen Revanche werden dann zwei, drei oder ein Dutzend. Das ist übrigens auch online möglich. Wer will, kann sich mit ein und demselben Gegner packende Kämpfe liefern. Doch natürlich macht es auch Spaß, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen. Und das kann man natürlich nicht nur in Ranglisten-Matches, sondern auch nur zum Spaß. Und man darf sogar einen Turnierbaum erstellen bzw. nach offenen Turnieren suchen. Ein Feature, das viel zu selten in Prügelspielen eingesetzt wird und vor allem bei Kämpfen im Freundeskreis großen Anklang finden dürfte. Dass dies offline nicht möglich gemacht wird, ist allerdings sehr schade. Beim Aufbau der Verbindung kann es zu Wartezeiten kommen, wenn sich das Spiel mit weiter entfernten Spielern synchronisiert. Dem kann man jedoch leicht entgegenwirken, indem man die leider nur wenigen Suchparameter modifiziert. Und ist man einmal mit dem Kontrahenten auf dem Feld der Ehre gelandet, sind keine nennenswerten Lecks auszumachen. Was allerdings sowohl on- als auch offline auffällt, bei den kurzen Vorstellungen der Kämpfer vor dem Duell gibt es nicht nur viel zu wenige Varianten, das Gesagte steht auch nur selten in direktem Zusammenhang mit dem Gegenüber. Hier ist Injustice 2 mit seinen häufig aufeinander aufbauenden Dialogduellen als Einstimmung eine ganze Klasse weiter. Die Modi-Armut, die man sich übrigens mit Guilty Gear Xrd Rev 2 teilt, setzt sich auch offline fort. Neben der Story-Kampagne, die man in etwa 3,5 bis 5 Stunden beendet haben dürfte, die aber noch losgelöste Mini-Erzählstränge bereithält, warten nur Standard-Spiel-Modi, bei denen vor allem der Treasure-Modus hervorsticht. Hier warten am Ende jedes Kampfes eine oder mehrere Schatztruhen unterschiedlicher Wertigkeit, die kosmetische Bausteine freischalten, die man wiederum in der Personalisierung kaufen und anlegen kann. Im Gegensatz zum Superheldenprügler von NetherRealms
haben diese Brillen, Mützen, sonstige Kopfbedeckungen oder Kostümteile allerdings keinerlei Auswirkung auf die Figurenwerte oder das Balancing. Es geht einzig und allein um die Individualisierung der Charaktere und in Einzelfällen um besondere Effekte, die bei den teils spektakulären Treffern abgespult werden. Das Geld, das man mitunter benötigt, um die Gimmicks oder Kostüme freizuschalten, kann man über alle Modi hinweg verdienen. Allerdings wird man teils vor eine verdammt fiese Auswahl gestellt, für was man seine mehr oder weniger schwer verdiente Kohle ausgibt. Denn schaut man in den auf den ersten Blick unspektakulär wirkenden Menüpunkt Galerie, dürfte Tekken-Fans das Herz aufgehen. Hier warten Hunderte an Filmen und Bildern, die sich auf sämtliche veröffentlichten Teile der Serie beziehen. Bandai Namco ist mit Tekken 7 in den wesentlichen Punkten zu alter Stärke zurückgekehrt. In diesem von hochklassigen Prügelspielen gekennzeichneten Frühsommer sind es nur Nuancen, die die Konkurrenten unterscheiden.